So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In unserer geilen weißen Robe. Oh, ja. Die aus Assassin's Creed 2 Revelations sind schön, aber die hier ist einfach die beste, die Ezio jemals hatte. Mit unserer versteckten Klinge. Ich habe den Sound mal ein kleines bisschen leiser gedreht, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich kam ein bisschen zu leise vor auf der Aufnahme. Also, ich selbst, muss ich die... Egal, ich hoffe, die Soundeinstellungen sind jetzt besser als vorher. So, gut. Unsere Mission ist hier, nur muss ich mal wieder meine Stoppuhr finden. Der letzte Part war ja schon ein bisschen länger. Stoppuhr, Stoppuhr, wo bist du denn? Da ist sie ja. So. Und mal ansprechen. Sie war eine Schönheit. War sie? Ist dieses Schwein... Sie schändete! Ach, hätte er sie doch umgebracht! Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht! Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte! Sie lächelten als ihr Genick! Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig! Ich verlor meine Familie am Kalten. Durch Verrat. Die Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Ihr droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Ja, das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren für volle Synchronisation. Wenn ich das nicht mache, kriegen wir nur 50% Synchronisation. Was auch immer das soll. Und ja, ich habe ja schon gesagt, im ersten Part, ich werde natürlich versuchen, immer diese volle Synchronisation zu erreichen. Was ich nicht sofort schaffe, werde ich dann später nochmal machen, bis ich 100% habe. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. So, um den Typen kümmere ich mich gleich. Il Carnefice... Option, so. Jetzt ist mir die Sprache definitiv zu leise. So. Ich muss ja vielleicht einfach ein bisschen lauter sprechen, damit das schon wieder hinhaut. Ist ja auch egal, eigentlich kein Problem. Während die anderen reden, halte ich ja normalerweise sowieso die Klappe, also kriege ich schon auf die Reihe. So. Il Carnefice. Einer der Multiplayer-Charaktere im Übrigen auch. Henker, yay. In den Geschichtsbüchern findet sich kein Hinweis auf Il Carnefice, also habe ich ein wenig in Abstergos Hauptrechner herumgewühlt. Das machen wir ja so gerne. Ja. Also, Freundes habe ich erfunden, als natürlicher Verbündeter. Der Borgia tötete zur Freude einer tobenden Menge. Okay. Bla bla bla. Kranker Künstler. Jo, sehe ich auch so Kunststücke während der Hinrichtung. Ja, das werden wir sogar noch mal ein bisschen mitbekommen. Weil, bevor wir ihn töten, haben wir... Ach, ich kann ja gar nicht mehr. Können wir noch ein bisschen ihm beim Reden zuhören? Da geht... geht nämlich daraus hervor, wenn man ihm so ein bisschen zuhört, dass da irgendwie so ein bisschen was an der Klatsche hat. Mal sehen, hier läuft irgendwo eine Wache rum, oder auch nicht. Sah auf der Karte so aus. Erstmal auf den Hügel kommen, nichts leichter als das. Rom, eine schöne Stadt. Schön, dieses Spiel wieder zu spielen. Luftattentat, genau das haben wir nämlich vor. Was ihr man hört. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Was ist denn schlechter im Material? Ach, was soll's. Nein, nicht die! Scheiße, ich wollte ihn erwischen. Ach so, die versteckte Klinge kann ich ja trotzdem noch nehmen. Das habt ihr nicht durchdacht. Ist ja egal. Mit den Konterattentats geht das trotzdem. Attentaten geht das trotzdem hin. Und tot. Ich wollte eigentlich das Luftabstand auf ihn, aber ich habe die falsche Truppe anvisiert. Na, was soll's. Passt schon. Requiescat in pace. Es gibt so ein paar Charaktere, die wir treffen. Ich glaube... drei oder vier Stück fallen mir spontan ein. Die sagen nichts mehr dabei. Also hatten wir jetzt gerade. Stirb. Es gibt keine Zeugen. So. Und jetzt können wir die Leichen looten. Wurfmesser. Ach ja, ich habe ein Wurfmesser.
Sind gleich nur 5 Stück Kugeln. Ist nie verkehrt. Ich kann noch was zeigen, dass es, meine ich zumindest, nicht davor gab. Also in Assassin's Creed 2, wir können ja so eine schwere Waffe tragen. Und wir können sie durch die Gegend schleudern. Eigentlich ganz lustig, weil diese... Es gibt, glaube ich, sogar einen Erfolg dafür, wenn man einen Langspeer, eine Axt und noch irgendwas wirft und damit die... Eine Rauchbombe, genau. Wenn man die über eine bestimmte Distanz wirft, kriegt man, glaube ich, irgendwie einen Erfolg für. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Weihrauch gefunden, ja. Es gibt hier eine Menge unnützer Sachen, wie ich finde. Also sicher, sie haben alle in gewisser Weise ihren Zweck. Was ich auch geil finde, ist, dass es die Kombination ja hier gab von Waffen. Dass wir jetzt hier zum Beispiel das Schwert immer mit der versteckten, mit der Pistole benutzen, versteckte Pistole. Eigentlich ganz nett, genauso wie man den Dolch später immer mit den Wurfmessern zusammen benutzen wird. So eine Diebeskombination, finde ich, ist es. Und hier an diesem Gebäude muss irgendwo ein Augen, also eins von diesen Symbolen von Nummer 16 sein. Sonst hätte das gerade nicht so da gestanden. Ich weiß es spontan nicht wo, ich habe auch nicht gerade vor, die jetzt zu suchen. Die werde ich zwar auch alle noch machen, aber später. Später. Vor allen Dingen, ich habe die schon mal alle gemacht. Und ich muss sagen, bei manchen weiß ich nicht, wie man auf die Lösung von so einem Rätsel kommen soll. Ich habe die nachgeguckt zum Teil. Das hier ist ein Borgia-Banner. 101 Stück gibt es davon in der Oberwelt. Die werde ich nicht alle sammeln. Könnte ich zwar machen, aber habe ich nicht vor. Ich weiß nicht, habe ich das gesagt? Also, warte, was habe ich im ersten Part nochmal gesagt? Die in der Oberwelt... Weißt du, was ich gesagt habe? Wollte ich die jetzt sammeln oder nicht? Muss ich mir... Scheiße, jetzt muss ich mir meinen eigenen Part nochmal angucken, damit ich mich wieder erinnere, was ich gesagt habe. Schön, ich bin schon vergesslich. Egal. Also, es gibt später noch... Es gibt hier wieder so eine Art Krypten. Ähnlich wie in Assassin's Creed 2. Die werde ich natürlich auch machen, später, nach der Hauptstory. Und, naja, dann... Dort gibt es, glaube ich, auch nochmal jeweils 2 Borgia-Banner. Die werde ich definitiv nicht suchen. Ob ich jetzt die in der Oberwelt suche, ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ich muss aber nochmal sagen, gucken, was ich im ersten Part gesagt habe. Niccolo. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Warum nicht? Den Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Ah ja, das ist gar nicht mal so leicht. Aber da kommen wir noch zu. Borgia-Hauptmann. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tu ich das je? Mit der Kleidung und den Klamotten, ja. Jetzt noch richtig zusammensetzen. Aber ja, Ezio, diese Kleidung ist definitiv etwas auffallender. Auch für einen Edelmann aus Florenz. Ja, jetzt erstmal Waffenschmied. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ja. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Trocken wie immer, Ezio. Nur ein kleiner Stilett und römische Schulterteile kaufen. Ja, das ist jetzt Pflicht. Das ist, Investition, stimmt. Kann man jetzt hier machen. Man kann in Geschäfte investieren. Kriegt man hier solche Sachen für buddhistische Gebetsperlen. Paper, Silvaticum, Akonit. Und wenn man eben insgesamt immer in die Schmiede investiert, kann man, wenn man, was ist das, 1 Million, glaube ich, ja, wenn man eine Million Florin in Schmiede investiert hat, nicht eine, sondern alle Schmiede in Rom, kriegt man einen Schrumpfkopf dafür. Gibt es, glaube ich, allerdings nur bei der PC-Version. Ein Kumpel von mir hat die PlayStation 3-Version, da gab es das aus irgendeinem Grund nicht. Deswegen vermute ich einfach, dass es nur für PC-Version ist, aber ist mir relativ egal. Man kann natürlich auch Geld dabei kriegen.
Da steht potenzieller Gewinn entweder 630, dann haben wir Verlust, oder 1200, da haben wir etwas Gewinn gehabt, weil wir 700 investieren. Ja, und Risikofaktor, dass wir verlieren, relativ gering. In 15 Minuten. Ist jetzt nicht wirklich wichtig. Rüstung, das ist die einzige Rüstung, die ich im gesamten Spiel kaufen werde, weil ich muss. So, mehr Rüstung wird nicht gekauft. Mein Lebensbalken wird so scheiße aussehen. Kleine Waffenstilett, das wird die einzige Waffe sein, abgesehen von der Doppelklinge, die ich kaufe. Die Doppelklinge hat verschiedene Gründe. Unter anderem später, wegen so ein paar Sachen mit Attentaten und so, wegen der 100% auch brauche ich die, glaube ich, sogar schon. Doch so. Sieht stilvoller aus. Stopp, jetzt haben wir hier die Kombination, die möchte ich doch mal neu setzen. Schwert, das auf 1, 4, ja. Eventuell werde ich später statt der Medizin noch was anderes da haben. Das kommt da jetzt. Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm vor sich. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heeres. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempel wird er es krisen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Gut. Cesare Borgia, schon gehört. Ich habe ihn auch, glaube ich, schon erwähnt. In Monteregione haben wir ihn ja gesehen. Zusammen mit Lucrezia, seiner Schwester. Genau wie Rodrigo gab es die beiden wirklich. Ob Cesare jetzt auch in unserer realen Welt hier seinen Bruder getötet hat, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir die gesamte Geschichte davon mal reingezogen, weil die echt interessant ist, von dem Borgia. Gab, glaube ich, auch mehrere Dokumentationen dazu, auf Pro7, ZDF und noch irgendwo. Das wird mehrfach ausgeführt. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. So, und jetzt kommt der schwierige Teil. Wir sollen den Borgia-Hauptmann töten. Und ich soll ihn ein Gerüst werfen. Ups, ein Gerüst werfen. Ich habe noch nicht so genau den Plan, wie ich das mache. Also das Gerüst steht da hinten. Der Borgia-Hauptmann wird uns da oben angezeigt. Durch dieses Kreuz und ein Schild. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn zum Gerüst kriege. Stehen geblieben. Tot. Ich muss meinen Bruder besuchen. Ich will nicht sterben. So. Einmal Leichen looten in der Hoffnung, neue Wurfmesser zu kriegen. Ja. Da waren schon welche. Den Hauptmann töten und ich muss ihn in ein Gerüst schmeißen. Ich habe jetzt eine Idee, wie das funktionieren könnte. Ich weiß noch nicht, sind das zwei Wachen? Die könnte ich treffen. So. Okay, der muss jetzt gleich hier rauskommen und dann schmeiße ich ihn in das Gerüst. So viel zum Plan. Nein, nicht... Oh, Ezio, was tust du, du Vollidiot? Ey, Alter, was tust du da? So, packen. Bisschen durch die Gegend tragen. Weil Ezio ja zu blöd war, ihn so vorzunehmen. Und da reinwerfen. Danke. Mein Gott, was war das denn?
Ezio, also wirklich. Den will ich auch noch looten. Wenn ich schon dabei bin. Einmal heilen. Heilung wird hier sehr wichtig. Ich werde auf jeden Fall viel Medizin brauchen, aber ich habe ja leider nur 5. Das wird nicht schön. Ich mache mir auch echt Sorgen, ob ich den Bosskampf schaffe. So, Machiavelli, was sagst du dazu? Ich habe ihn umgelegt. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Ein Zeichen, ja, sozusagen ein Signalfeuer. Und was gibt es da Besseres, als einen ganzen Turm abzufackeln? Genau, das werden wir tun. Wir werden diesen Turm da erklimmen und ihn anzünden. Das wollte ich nicht. So. Dumba, 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 dumba. Du hast nichts gesehen, scheiß Armbrustschütze, der da stand. Einmal nach oben. Solche Bordertürme sind automatisch auch Aussichtstürme. Es gibt 12 Stück davon, glaube ich. Anzünden, Aussichtsturm holen und fertig. Hätte ich mir den Aussichtsturm ins Feuer holen müssen, dann kennst du das jetzt automatisch. Ich hoffe es doch, sonst muss ich nochmal hochklettern. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Ja, das geht übrigens mit allen Geschäften so. Es gibt ja hier, okay, habe ich gekriegt, den Aussichtsturm. So, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, diese Borgia-Türme gibt's. Moment, das kann ich, glaube ich, auf der Karte nachgucken. Ja, kann ich definitiv. F3, da haben wir es doch. Einer weniger. Das sind die Bezirke Roms, wenn man so will. Also nicht die Bezirke, ja, mir. Das ist der Vatikan, hier mit Castel Sant'Angelo, die Engelsburg. Und da gibt's hier Unterteilungen mit den ganzen Borgia-Türmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, aber ich glaube, da oben ist keiner. Also 12 Türme gab's, einen haben wir abgefackelt. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich die Borgia-Türme nicht auch schon vorher machen soll, weil dafür kriege ich im Endeffekt eigentlich nichts, deswegen. Egal, ob ich die jetzt schon mache oder erst nach der Story warte. Gut, jedenfalls alle Borgia-Türme vernichten, gehört auch dazu. Und immer wenn wir sie vernichten, können wir hier die Geschäfte wieder ausbauen. Arzt, Schneider, Bank, irgendwelche komischen Mausoleo, ja, also in dem Fall irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Das Bann habe ich mir markiert, sehr gut, das sind Tunneleingänge, dazu später. Schneider und Schmiede. Schneider hatten wir schon. Trotzdem, Schmiede noch. So. Stall. Erstmal ausbauen. Und meins. Kostet in diesem Fall nichts. Normalerweise kostet das halt sogar teilweise echt eine ganz schöne Stange Geld. Aber das Geld ist hier in Brotherhood gar nicht mal so schwierig. Man kriegt ziemlich viel davon. Nur habe ich ja gesagt, ich will Rom nicht ausbauen. Werde ich auch später machen. Keine Gesundheit verlieren. Das ist diese Mission, das kriege ich, glaube ich, auf die Reihe. Aufsitznetz hier und los. Genau, wir können auch jederzeit E drücken, dann kriegen wir ein Pferd. So läuft uns dann zu. Mein Gott, wo willst du hin, Machiavelli? Ja, lieber nicht die Wachen umreiten, dann werden Sarko. Mitten durch die Menschen durch, das ist auch nicht sehr nett. Was ich echt schön finde, ist ein bisschen die Atmosphäre. Man kann ja den ganzen Stadtschreiern hier mal wieder zuhören, die sagen interessante Sachen. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen.
Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ja. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Irgendwie wollte die Kamera gerade nicht, sonst wäre ich schon mal in die richtige Kommt Richtung. Kommt hierher zurück! Ich krieg dich. Dankeschön. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Gut, keine Gesundheit verlieren war auch nicht für dich schwer. Also noch ist das mit den 100% Synchronisation echt einfach. Es wird später noch schwieriger, gerade ich erinnere mich an eine Mission, wo ich beim letzten Mal sehr viele Versuche gebraucht habe, bis es funktioniert hat. Sehr viele Versuche. Und tja. Also, es ist, muss ich mal sagen, so insgesamt würde ich mal sagen, ist das gar nicht so schwer, hier 100% zu erreichen. Die meisten Missionen sind doch relativ einfach. Wenn man jetzt Assassin's Creed 3 nehmen würde, da, um mal so zu vergleichen, da fand ich die 100% doch oftmals echt schwer. Das war irre schwer, das Spiel, wenn man 100% machen wollte. Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Nee, das machen wir erst beim nächsten Mal. Abnehmen. Erstmal. So sieht's aus, wenn man eine Mission ablehnt. Aus irgendeinem Grund lädt das Spiel nochmal neu, wo man gerade stand. Und ich stehe wieder vor ihm. Ja, ich schätze, dass die Cutscene nochmal ausgelöst werden würde. Egal, das war Let's Play Assassin's Creed Brotherhood für heute. Ich bin schon wieder neben Rodrigo. Genau, Rodrigo steht hier. Zusammen mit Machiavelli und mir, zwei Assassinen. Und der Anführer der Templer. Das kommt doch immer gut zusammen. Ja, wir stehen hier, warten auf irgendwas. Ich weiß auch nicht auf was. Egal, bis zum nächsten Mal. Ciao.